Das ist das beschauliche Sulzau, ein Ortsteil von Neukirchen am Großvenediger. Und genau hier werden schon bald 17 Millionen Kilowattstunden sauberer Strom jährlich produziert, denn seit einigen Wochen wird hier an einem neuen Kleinwasserkraftwerk gebaut. Der Betonbau steht bereits seit einigen Wochen. Vor wenigen Tagen wurde mit dem Einlaufrohr das erste wichtige Kraftwerksteil eingehoben. Ja, das ist ganz ein wichtiges Bauteil für uns, weil wenn das eingebracht ist und montiert, dann kann die Baufirma mit der Verlegung der Druckrohrleitung beginnen. Das Einlaufrohr ist aus Hosenrohr ausgeführt, hat ca. 8 Tonnen und wie der Name Hosenrohr schon sagt, es teilt das Triebwasser auf, einmal zur Belton-Turbine, das was unsere Winterturbine ist für geringe Durchflüsse, und einmal zur Francis-Turbine, zu unserer Sommerturbine oder zu unserer Turbine mit viel Wasser und viel Schluckvermögen. Durch die zwei Turbinen kann je nach vorhandener Wassermenge die optimale Menge an Strom produziert werden. Die Wasserleitung mit einem Durchmesser von 2 Metern wird derzeit verlegt. Das Wasser wird hier rund 2 Kilometer oberhalb des neuen Kraftwerks Sulzau gefasst und künftig nur wenige Meter nach dem Krafthaus wieder in die Salzach eingeleitet. Bis hier in Neukirchen grüner Strom produziert werden kann, wird es aber noch einige Monate dauern. Bis Ende April 2024 werden wir die Montagen soweit abgeschlossen haben, herunten, und werden mit der Inbetriebssetzung beginnen können. Die Inbetriebssetzung wird dann noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Schon ab dem Winter 2024/25 wird hier Strom für über 4200 Haushalte im neuen Kleinwasserkraftwerk Sulzau gewonnen werden.